Liebe Engländer, bitte hört mir zu. Ich habe den Auftrag erhalten, euch etwas über die Zukunft eures Landes zu erzählen, was sehr wichtig für euch ist. Alle Taten der Menschen und Nationen sind in der Akasha-Chronik gespeichert. Wenn ein Mensch oder eine Nation das Maximum an Sünden erreicht hat, muss eine Reaktion erfolgen, aber nicht ohne vorherige Warnung. Beispiel: In der Bibel ist das Schicksal der Stadt Ninive erwähnt worden. Der Prophet Jona ging in die Stadt hinein und rief: Noch 40 Tage und die Stadt ist zerstört. Alle Leute glaubten ihm und riefen ein Fasten aus und zogen Bußgewänder an. Daraufhin brauchte die Stadt nicht mehr zerstört werden, weil die Menschen von ihrem bösen Tun abgelassen hatten. Mit England verhält es sich etwas anders. Dort sind es seine Kriege mit anderen Ländern, gegen Frankreich, gegen Indien, der Burenkrieg gegen Deutschland und so weiter. In Frankreich war es die heilige Johanna, die durch ihre Bestechungen in ihre Hand gekommen war und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. In Südafrika waren es die Frauen und Kinder der Buren, die von den Engländern getötet wurden. In Indien, die Inder haben sich selber befreien können von dieser Schreckensherrschaft der Engländer. In Deutschland wurden am Ende des Zweiten Weltkrieges 70 Städte dem Erdboden gleichgemacht, wo nur noch Frauen und Kinder und alte Menschen darinnen waren und Flüchtlinge. Und dann die Umerziehung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter in Bletchley Park. England hat ein Schuldenkonto prall gefüllt, was für England in der Akasha-Chronik geschrieben steht, hat der bayerische Brunnenbauer Alois Irlmeier in seiner Hellsichtigkeit gesehen. Die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Ein einsames Flugzeug fliegt von Osten über die Nordsee zum tiefsten Punkt der Nordsee bei Schottland, wirft ein Kästchen ab. Darauf hebt sich das Wasser wie ein ganzes Stück in die Höhe und fällt wieder herunter. Dann bilden sich Tsunamiwellen nach allen Seiten und laufen nach allen Seiten. Nach Süden in den Ärmelkanal, nach Holland, Belgien, Frankreich, die Nordseeküste bis weit ins Land, bis Berlin. In England wird der südliche Teil überschwemmt und es wird gleichzeitig ein Erdbeben ausgelöst, sodass England versinkt und von Schottland nur noch die Bergspitzen herausschauen. Wenn ihr Engländer das verhindern wollt, dann müsst ihr euch
alle bei allen entschuldigen, denen ihr Unrecht zugefügt habt, und Jesus um Hilfe bitten. Dann kann dieses Schicksal von euch abgewendet werden. Amen.